Ja, liebe Small Cap Investor Abonnenten, es freut mich, Sie herzlich wieder zu einer neuen Ausgabe vom Small Cap Investor Talk in Video zu begrüßen zu können. Heute ist der 4. April und an den Märkten ist es relativ ruhig, bis auf zwei, drei Ausnahmen. Die wichtigsten Nachrichten sind eher so, dass Japan bei seiner expansiven Geldpolitik bleibt. Der neue Notenbankchef Kuroda hat seine neuen Pläne präsentiert. Die Pläne sind eigentlich dieselben wie der alten. Das heißt, Staatsanleihenkäufe, niedrige Zinsen, Inflation anheizen, damit das Geld, das geparkt wird, frei wird. Das ist ja auch eine Grundtendenz, die wir in versuchen, in anderen Ländern zu machen. Unser Urproblem ist ja, dass wir nicht zu wenig Geld die Notenbanken zur Verfügung stehen, sondern unser Problem ist eigentlich, dass das Geld nicht von der Notenbank an die Bank, das funktioniert, aber von der Bank an den Privaten funktioniert nicht. Und auch die Privaten horten, sparen und investieren nicht so viel und das will man eigentlich abstellen und das ist eine Sache, die Notenbanken eigentlich mit dieser Problematik Inflationserhöhung und auch teilweise Zypern gehört ja auch als typisches Beispiel dazu, die Enteignung der Sparguthaben bei über 100.000 Euro ist ja auch ein deutliches Signal an jeder, der Geld auf der Bank hat, A, nicht zu viel auf der Bank zu haben und B, nimm es und diversifiziere und investiere es auch teilweise. Das ist jetzt eigentlich der große Punkt, wo es hinläuft. Das könnte ein großes Konjunkturprogramm werden. Wir werden sehen. Aber die Notenbanken bleiben einmal auf ihrer expansiven Politik. Weil wir gerade bei Zypern sind, in Zypern werden sich Beweise, dass Berichte, Medienberichte, beziehungsweise dass Beweise, wie schlecht es tatsächlich um die Bank auf Zypern steht, vernichtet worden sind, führt mich nicht wundern, ist klar, das passiert immer in so einem Fall. Und von daher will man jetzt einmal schauen, was da tatsächlich dahinter steckt. Interessant war auch die Meldung zu sehen, dass der Dreamliner, obwohl er der momentan ja nicht fliegen darf, weiter Käufer findet. Das ist eine sehr gute Nachricht für Boeing. Ich würde mir Bedenken haben, wenn er Flieger, der gerade nicht fliegen darf, ich kaufe, aber immerhin, das ist ein gutes Zeichen für Boeing. Interessant war aus deutscher Sicht die einzige Meldung von Fresenius Medical Care. Die wollen eigene Aktien zurückkaufen im Volumen von 385 Millionen. Sehr interessant. Und ja, das nützt uns halt im Moment nicht wirklich viel, aber ich glaube, gerade für Fresenius Medical Care Investoren könnte das in Zukunft sehr spannend sein. Gehen wir zurück zu unserem Hauptproblem. Unser Hauptproblem ist ja Gold. Gold ist weiter schwach. Gestern wieder sehr schlechter Tag gewesen. Wir sehen das hier, ich habe einen Chart von American Barrick. Wir sehen, dass sie diese Unterstützungslinie, die sie da im März aufgebaut haben, eindeutig durchbrochen haben. Es gibt fast keine Firma, die das nicht passiert ist von den großen Titeln. Wir sehen hier American Barrick. Wenn wir jetzt im 5-Jahres-Vergleich sind, dann sehen wir, dass wir jetzt eigentlich auf ein Niveau notieren von Ende 2008. Damals war der Goldpreis aber bei 850. Ja, aktuell sind wir bei 1544. Also Sie sehen, dass eigentlich die ganzen Firmen dort nichts verdient haben oder der Aktionär nichts verdient hat. Die Firmen selber haben schon was verdient. Damals war das KGV viel höher, jetzt haben wir KGV von 7, 8, aber es interessiert halt momentan keinen. Das ist dieser Switch von institutionellen Investoren raus, die bis zu 2009 überhaupt keine Ahnung gehabt haben, dass es eigentlich Gold auch noch gibt, also Anlageinvestment, rein wieder zurück in die normalen Märkte. Dazu passt auch die Meldung von Société Générale, die gestern veröffentlicht hat, sie sehen den Goldpreis auf 1375 fallen, weil eben die Investoren zurück switchen und die Ende, und sie haben eben sozusagen das Ende der Goldära ausgerufen. Das sind jetzt genau die einzelnen Signale, die ich auch
sehen will, wo man dann wirklich sagen kann, okay, jetzt schaut so aus, wie wenn der Markt ein Level erreicht hat, wo es interessant wird, wieder zurück zu investieren. Hier zum Beispiel noch Goldcorp, auch hier durchbrochen. Da sind wir noch weiter entfernt. Wir sehen, wir sind jetzt auf einem Niveau vom Juli 2009. Wir sind aber ziemlich weit noch entfernt von den Tiefs im 2008. Was haben wir da noch? IAM Gold. Wir waren bei 24 oben, jetzt 6,44 Dollar. Ich habe leider zu früh gekauft. Ich habe geglaubt, ich habe da einen optimalen Zeitpunkt erwischt. Hat scheinbar nicht so ausgeschaut, aber auch hier sind wir nahe wieder den Tees aus 2009. Was haben wir noch? Semafo, ich meine, war oben bei 14,5, ist jetzt bei 2,20. Bei 2,20 hat so einen extremen Widerstand, den sieht man hier in diesem Bereich, aber wenn man sich den Chart einfach so mal von einem Jahres anschaut, dann ist der Trend einfach nach unten. Und es könnte sein, dass sich da ein Widerstand ausbildet, aber ja, wir werden es erst sehen. Der Trendwechsel von diesem raus aus diesem allen Goldinvestment rein in die normalen Investments oder Standardtitel ist vollumfänglich auf dem Weg. Wobei man muss eines mal sagen, der Goldsektor ist ein Peanuts-Markt. Das, was wir an Marktkapitalisierung verloren haben, jetzt wahrscheinlich im ganzen Markt, war das, was Apple im letzten halben Jahr verloren hat. Das heißt, wir können da gar nicht von Riesenausflüssen sehen, weil dafür ist der Goldmarkt viel zu klein. Interessante Nachricht auch, die letzte Woche schon rumgegangen ist, ABN AMRO, ja, ABN AMRO oder Royal Bank of Scotland, ich glaube, es war die ABN AMRO, hat die physikalische Auslieferung von Silber eingestellt. Begründung war, sie haben einen Depotwechsel vollzogen und das ist dann nicht mehr möglich. Ich meine, das ist alles Blödsinn. Wenn Sie in solchen Silber-ETFs oder Gold-ETFs investieren, können Sie davon ausgehen, dass Sie nur in Papiergold investieren. Das ist ja das Urproblem. Wir haben so viel Papiergold da draußen, die jetzt neben mir physisch hinterlegt sind, dass das nur in die Grütze gehen kann. Bitte, wenn Sie sowas haben und Sie wollen Gold aus Diversifizierung haben, damit Sie, wenn sowas wie Zypern auch bei uns passiert, nicht passieren kann, dann brauchen Sie das physisch nicht in Form von ETFs. Die ETFs, auch wenn dort steht, Sie haben das Recht, das physisch auszuliefern, Sie sehen es innerhalb von ein paar Tagen, dreht die Bank das ab und sagt, ist nicht mehr möglich. Und dann schauen Sie durch die Finger. Das heißt, das einzige Wahre ist, physisch die Ware zu haben. Jetzt schauen wir nochmal, ob ich den Goldpreis hier jetzt reinbringe. Das ist jetzt der aktuelle Goldpreis. Letztes Jahreschart. Sie sehen, der Abwärtstrend ist nach wie vor in Bewegung. Und wenn wir uns das jetzt kurzfristig anschauen, Sie sehen hier, also die Bewegung, wir sind da am unteren Ende, steht es jetzt einmal auf 3-Minuten-Charts, um es dauert vielleicht jetzt schon mal ein paar Minuten einzuladen. Aber Sie sehen, wir haben heute eine, wir sind jetzt da hier unten bei, waren schon bei 1540, der Abwärtstrend ist nach wie vor intakt. Spannend werden die Daten von der Chicago Board of Option Exchange. Die werden ja immer Dienstag genommen, werden aber erst Freitag veröffentlicht. Dienstag haben wir den Stand gehabt. Es ist sehr spannend, wie die Commercial reagieren. Dazu werden wir aber uns am Montag mehr unterhalten. Was wir auch noch haben, was wir sich anschauen sollten, ist Silber. Sie sehen, Silber ist schwach. Silber ist jetzt gerade bei 26,85. Wir haben aber hier so eine Unterstützungslinie und diese Unterstützungslinie sieht man auch, wenn man sich das jetzt auf dem Mehrjahresvergleich anschaut. Hier ist der Fünfjahresvergleich. Wir haben hier eine Linie, die sehr massiv ist. Wir haben aber auch hier einen Abwärtstrend. Sollte diese Linie unterschritten werden, dann würde ich sagen, werden wir in Silber auf 20 Dollar fallen. Bedenken Sie, das kann passieren. Wir sind jetzt in diesem Wechsel, wir sind auch in diesem Wechsel, wo Gold, Silber schlecht geredet werden. Da kann das Ganze passieren. Das ist natürlich. Und seien Sie darauf vorbereitet oder seien Sie nicht überrascht, wenn das passiert. Gehen wir mal zu ein paar interessanteren Sachen. Apple haben wir vorher schon genannt. Apple ist Abwärtstrend. Die hat gestern eine schöne Konsolidierung hier abgeschlossen.
Es schaut aus, wie man sie hier die Basis findet. Sie wissen es, iPhone 6 ist bereits in Bestellung, wird im Sommer auf den Markt gebracht. iTV ist das Thema, iWatch ist das Thema. Was macht sie mit ihrem riesen Cash-Bestand? Meines Erachtens, die Aktie gehört zu einer Diversifizierung jetzt ins Depot. Eine weitere Aktie, die nicht uninteressant ist, ist Nokia. Nokia steht jetzt momentan auf der Widerstandslinie. Sie sehen es hier. Sollte diese gebrochen werden, dann sehen wir wieder dort einen Anstieg auf 3,50, 3,10. Sie wissen ja, Nokia haben wir in unserem Musterdepot drinnen, Apple haben wir in unserem Musterdepot drinnen. Semafo, die Aktie, die ich vorher gehabt habe, habe ich ich persönlich, also da besteht auch ein Interessenskonflikt und von daher bitte aufpassen. Eine Aktie, die auch sehr spannend, ich finde, aber leider immer zu wenig Zeit gehabt, das zu berichten, war Hewlett Packard. Hewlett Packard startet jetzt endlich mit der Konsolidierung. Ich hoffe, dass diese im Bereich von 19 Dollar runtergeht. Die Aktie ist spottbillig bewertet, die Aktie wurde zerrissen, die Aktie wollte keiner haben. Ich meine, schauen wir mal, 5-Jahres-Vergleich. Wir waren bei über 55 Dollar, sind runtergegangen auf 11, 12 Dollar. Wir sind jetzt bei 21, wir haben noch einen breiten Weg. Das KGV liegt irgendwo für 5, 6. Das ist vernachlässigbar. Damit wären wir auch schon wieder durch, aber das Wichtigste habe ich noch vergessen. Wir haben in Kooperation mit einem australischen Magazin, das heißt The Pick, heute in Deutsch rausgebracht. Sie können den Link im E-Mail und Sie finden es auch in der Beschreibung vom YouTube-Video. Ganz interessante Studie, 22 Seiten, ist ein ganzes Magazin. Lauter australische Unternehmen drinnen, sehr spannend, notieren auch alle in Deutschland. Manche haben sogar ein österreichisches oder ein schwedisches Projekt. Lesen Sie Ihnen die Studie, sie ist auf Deutsch, sie ist gratis, sie ist kostenlos. Und wie gesagt, Sie können es dann gratis downloaden. Das war's schon wieder. Morgen werden wir Sie wahrscheinlich mehr über Ölaktien unterhalten, da ich gerade in Vorbereitung bin für eine Ölkonferenz, die in übernächste Woche in New York stattfindet. Das ist eine der wichtigsten Konferenzen, dort fahre ich immer hin. Vor allem geht es darum, dass wir den Spread haben zwischen dem kanadischen Öl oder was die Kanadier kriegen für ihr Öl und den Amerikanern und wie davon die Raffinerieunternehmen profitieren, das schauen wir sie morgen an. Bis dahin noch viel Glück bei Ihren Investments und wir sehen uns morgen. Tschüss.